Willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute Zundermaterial zeigen. Vier Sorten, einmal Birkenrinde, dann ein Zunderpilz, dann Harz und wir gehen auch noch auf der Suche nach Kienspan. Das ist Holz mit Harz eingezogen und das möchte ich gerne mal irgendwie finden. Kommt mit, das wird lustig, glaube ich. Ja Leute, was ganz wichtig ist, wenn man Harz finden möchte, man muss Tannenbäume finden. Ich habe hier eins schon mal gefunden, an den Stamm von der Tanne wächst der Harz oder läuft der Harz raus und da gucken wir mal und vielleicht finden wir da ein bisschen was und kratzen ein bisschen was raus. Kommt mit. Schaut mal, hier ist ein kleines bisschen was. Ne, schaut mal, hier am Stamm läuft das raus, weil der hier verletzt ist, aber zu wenig. Da kann man nichts raus machen. Wir suchen weiter. Das sind immer die geilsten Bäume, diese großen Bäume, weil hier ist viel mehr Platz und da kann auch immer wieder mal so eine Verletzung sein, wo man ein gutes Harz findet, aber ich sehe leider gerade nichts. Stopp! Wenn ihr im Wald seid, passt auf, weil Tannenwälder sind sehr gefährlich, weil diese Stiele sind überall und man übersieht die manchmal und dann läuft man da in sein Auge rein, sehr gefährlich. Passt immer auf, Leute. Jetzt sind wir auf der Suche nach weiteren Nadelbäumen. Ich sag mal, das Problem ist, dass wir dort vorne kein Harz gefunden haben. Die sind alle komplett gesund, keine kaputten Stellen, kein Harz, wirklich, nirgends. Aber mal gucken, vielleicht finden wir ja noch ein bisschen Harz. Ansonsten jeder, ich sag mal, es ist... Ich hab was gefunden. Was? Ich hab's gefunden. Ja, tatsächlich. Ja. Ja, da sind ein paar. Geil. Ja, dann würde ich sagen, mitten durch. Let's go. Wir nehmen euch einfach mal mit. Hoffentlich haben wir Glück. Der ist richtig. Aber hier ist auch nichts. Ne, wirklich gar nichts. Gar nichts. Hier auch nicht. Hier ist was. Wo? Ja, hier haben wir was gefunden und zwar, kann man es hier noch sehen. Ja, das ist schon, das ist die größte Ausbeute bisher. Das muss man sich mal überlegen, ey. Das ist nicht viel. Ich mach's mal ab. Ich habe mein Messer dabei. Dann sammle ich mal ein bisschen was für uns. Ja. Ah, so ein bisschen am Kleben, das ist gut. Ah ja, hier, guck mal, da geht's ab. Ja, ist jetzt nicht das Beste, aber besser als gar nichts. Eine sehr magere Ausbeute, muss man mal sagen, oder? Also, sonst ist das das, was man am meisten findet. Hier in diesem Wald keine Chance. Ja, Gefühl, dass jemand das isst. Die Trolle. Die Trolle essen das, für ihre Zahnschmerzen. Was sehr wichtig ist, Kienspan zu finden, ihr braucht auch wieder mal eine Tannenwald und ihr müsst Bäume, die abgefallen sind oder abgebrochen sind, aber noch in der Erde drin ist, die müsst ihr rausbuddeln, weil die sind noch sehr frisch, da ist noch der ganze Harz drin. Vielleicht finden wir was, mal gucken. Ja Leute, hier ist ein guter Beispiel. Das ist jetzt eine tote Tanne und man müsste die jetzt rausreißen und dann, wenn du Glück hast, wenn du es aufschneidest, findest du hier drin Harz. Das Problem ist bei denen, der ist halt voll dick, aber ich probiere es jetzt mal trotzdem aus. Vielleicht kriegen wir den hier raus. Ja, ja, oh, der ist schön locker schon. Ja, schaut mal hier. So muss das aussehen, Leute. Das sieht schon mal richtig gut aus. Problem ist, ich habe nur ein kleines Messer dabei. Mal gucken, ey, ob ich da überhaupt durchkomme mit diesem Mess. Ich säg mir erstmal hier was ab. Hier vorne. Hier, schaut mal, seht ihr das? Wie rot und orange das ist? Das ist ein guter Zeichen, wenn ihr sowas seht. Das könnte sein, dass wir jetzt schon was gefunden haben. Ihr seht das jetzt erstmal auf. Da könnte wirklich was drin sein. Das ist cool. Das geht ziemlich leicht. Also. Stimmt, Sortes hat recht. Wenn es so leicht reingeht, ist es vielleicht nicht harzig genug. Mal gucken. Mal gucken, ja. Das ist aber nicht leicht, ehrlich gesagt. Aber was man alles macht für einen schönen warmen Feuer, wenn man abends im Wald ist, ne? Ja. Das ist eher was, würde ich sagen, wenn ich jetzt in so einer Survival-Situation wäre, das würde ich mal machen, wenn ich mal Zeit habe. Genau, ja. Das würde ich nicht machen, so, oh mein Gott, ich brauche schnell ein Feuer. Genau. Da würde ich einfach zundern, einfach Birkenrinde oder sowas. Ja, das ist sehr einfach. Irgendwas Schnelles. Aber es ist natürlich Gold wert, wenn man es gefunden hat. Jo, Jackpot. Echt? Jo. Geil. Das kann alles. Ja, ja. Oh ja. Der ist voll mit Harz.
Sehr schön. Na, ist jetzt nicht das Beste, aber... Ja, es gibt Sachen, Leute. Immerhin, Mann. Das kann richtig rot leuchten, das ist wunderschön. Und das Coole ist, wenn man frühzeitig plant und das mitnimmt, könnt ihr das schön trocknen. Weil jetzt ist ja noch nass, aber das geht. Wir probieren das gleich mal aus am Feuer, ob das gut brennt. Aber wenn das schon mal trocken ist, Leute, dann brennt das richtig gut. Ja, was mir schon aufgefallen ist, wenn ich noch tiefer reinschleife, wird das richtig flüssig. Man merkt, wie der Harz so rauskommt. Aber ich mache nicht zu viel weg, weil dann verliere ich auch zu viel. Weil in der Mitte ist am besten. Und wenn ihr euch unsicher seid, ob das wirklich das ist, riecht mal ran. Ihr kennt diesen harzigen Geschmack oder Geruch und es riecht komplett nach Harz. Das nehmen wir mit. Richtig gut, Leute. Wow. Ja, seht ihr das? Komplett vollgesaugt mit Harz. Ein kleines Tröpfchen ist auch noch dabei. Ich versuche das jetzt mal hier abzusehen. Oh ja, das klebt richtig. Leute, das ist Kienspan. Seht ihr das, diesen Unterschied? Boah, ich muss doch jetzt gleich noch mal was suchen. Ich will euch noch was Besseres zeigen. Boah, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das ist Kienspan, Alter. Leute, ich habe eins gesehen, den will ich unbedingt haben. Wir müssen jetzt auf den Baum klettern. Leute, nicht nachmachen. So, Leute, wir nutzen das Stativ mal. Und dann bringe ich euch ganz nah an Michi. Ach, das ist ja cool. Hallo. Ja, hier sind wir jetzt. Ich hoffe, das ist scharf. Ja, voll. Und Leute, meckert nicht, weil ist eh ein toter Stock. Ich verletze den Baum nicht. Deswegen säge nur das ab, was schon tot ist. Und das ist voll harzig. Schaut mal. Boah, das wird spaßig, das Messer sauber zu machen. Geil, Alter. Ja, Leute, hier ist schon was abgefallen. Boah, das ist komplett voll gesaugt. Das werden wir gleich erstmal schön freischnitzen. Ich nehme alles zurück. Wirklich, die Äste oben, die tote Äste sind wirklich am besten. Unten in den Wurzeln dachte ich, es ist besser, aber das ist vollgesaugt bis zum Ende. Es sieht aus, die Farbe sieht aus wie Cola. Das ist halt voll krass. Guter Zunahmaterial. Ich zeig euch mal. Haben wir alles voll mit Harz. Perfekter geht's eigentlich gar nicht. Schön. Woo! Und für die gute Mundflora? Boah! Das schmeckt wirklich voll gut. Der Snack für zwischendurch. Wie das schmeckt, ohne Scheiß. Hä? Kennt ihr diesen dieses Kratzeis, Cola-Kratzeis? Echt? Ohne Scheiß. Ich, also ich will, jetzt nicht, ich will jetzt nicht dran rumlutschen. Das ist lecker, Leute. Guckt euch das an. Boah, das ist richtig ordentlich. Also das ist Kienspan, Leute. Das ist ordentlich. Boah, erstmal die lose Rinde so ein bisschen wegmachen. Ja, Leute, ganz wichtig, das, was ich gerade euch gezeigt habe mit der umgekippte Birke auf dem Boden, immer nehmen, immer sehr gut. Das Problem ist, von dieser Birke, die saugt sich sehr doll ein. Das heißt, für Zunder und Feuer anzumachen, wird schwieriger. Deswegen habe ich hier einen toten Baum gefunden. Ist in der Luft, kriegt viel Wind ab. Und das nehme ich jetzt mit, weil das ist schön trocken. Sieht doch gut aus, oder? Perfekt. Das nehmen wir jetzt mit, Leute. Das ist die Birkenrinde. Sehr gut, hat ätherische Öle und deswegen brennt das auch so gut. Mehr weiß ich aber auch nicht. Man kann auch den Birkensaft trinken von frischen Bäumen. Die Blätter kann man auch essen. Sehr interessante Themen. Aber wir haben noch etwas. Und zwar direkt hier vorne haben wir den Zunderschwamm. Den können wir gleich einsammeln, ne? Ja, stimmt. Der Zunderschwamm, auch sehr, sehr schöner Pilz. Man nimmt das auch für Kohle auch, Kohleersatz. Sehr schön, aber wir nehmen den jetzt erstmal mit für die Zukunft. Wir haben einen trockenen dabei für euch, weil man muss das noch Monate trocknen, dass es sehr, sehr trocken ist. Das heißt, das können wir nicht verwenden, aber wir haben einen dabei, was schon trocken ist. Ja, wir laufen jetzt erstmal durch den Wald. Auf jeden Fall habe ich schon Wildschweinspuren gefunden hier. Boah, guckt euch das an, das ist so schön hier. Einfach fantastisch. Guck mal, Bärlauch, der blüht. Alter, guck mal, da ist ein richtiger Tunnel. Ja. Oh, der Bärlauch blüht schon. Ach krass, die Zeit ist schon
Kopfkissen. Leute, ist doch safe hier, in der Mitte abgekochen. Sehr safe, ja. Ja, wir haben jetzt vier Sorten gefunden. Wir haben jetzt das Harz jetzt am Ende noch gefunden. Zum Glück, wir haben jetzt ein bisschen rumgesucht auf dem Wald. Es war jetzt noch 3-4 Bäume hier noch und das war jetzt wirklich nicht mehr viel. Aber das haben wir jetzt auch. Und das war ist auch sehr interessant. Man kann mit Harz, aber nicht jedes Harz, müsst ihr mal im Internet mal schlau machen, könnt ihr für Zähne benutzen, wenn ihr Zahnschmerzen habt oder einfach ihr, ja, ne, wie desinfizieren ihre Zähne. So. Eure Zähne sauber kriegen, einen guten Mundflora bekommen, ist auch sehr cool. Ich habe das auch schon mal gemacht, 2-3 Mal. Könnt ihr schön lutschen, es klebt dann alles, aber es hat was. Ihr dürft bloß nicht aufs Harz raufbeißen, wirklich ja. Nur lutschen vorsichtig. Genau. Ja. Weil sonst, das klebt wirklich den ganzen Tag, das ist ein Blondenzieher, ne? Stimmt. Aber man kann es natürlich auch im Notfall, wenn man jetzt unterwegs ist im Outdoor-Bereich und angenommen, dir fällt eine Blombe raus, was auch immer, dann kannst du das als Ersatz nehmen. Auch krass. Aber ja. da wäre ich schon vorsichtig. Also genau, deswegen machen wir nur Feuer jetzt erstmal. Wir haben nur Feuer, wir ziehen jetzt keine Blombe. Genau. Wir suchen jetzt eine Feuerstelle und dann geht's weiter. Dann werde ich euch alles genau zeigen, wie man das am besten zubereitet, wie man das klein macht, wie man das am besten, sag ich mal, anzündet und sowas. Jetzt geht's los. Let's go! So, jetzt suchen wir erstmal einen schönen Lagerfeuerplatz, wo viel Wasser ist. Dann können wir das schön auslöschen und da ist das Risiko nicht da, dass wir hier irgendwas abfackeln. Und das ist sehr wichtig auf jeden Fall, Leute. Go! Ich hab so einen Schiss, dass die Kamera irgendwie, wenn ich mein Gleichgewicht nicht... Oh, hier ist ja alles voll Lehm. Okay, knackt nicht. Ja, was jetzt ganz wichtig ist, ihr müsst mit Kleinholz anfangen und dann immer größer werden. Und mit dem kleinen Holz fangen wir immer erst an, mit dem Feuer. Ich sammle jetzt erstmal mit Sortes hier ein paar. Ja, und ich habe jetzt hier schon mal das mittlere Holz. Das werden wir nach dem kleinen Holz rauflegen. Und jetzt kommen noch ein paar größere dabei. Jetzt werden wir das noch mal ein bisschen spalten, das große Holz. Das ist jetzt das grobe Holz. Das habe ich jetzt von den Tannen auch mitgenommen. Von den Bäumen oben abgeknackt, weil das liegt nicht auf dem Boden. Ist halt dann auch trockener. Und das brauchen wir auf jeden Fall für unser Feuer. Schaut mal, so sieht das jetzt aus. So sieht das jetzt aus. Hier habe ich das kleinste Holz, das mittlere und das grobe. Und wir fangen mit den kleinen an. Dann mit dem mittleren und dann mit dem großen. Aber erst mit Zunder. Na, ich stelle ihn einfach so hin. Hier wird das Thumbnail vorbereitet. Genau. Ja, ich habe mich jetzt hier ein bisschen aufgebaut. Ich nehme jetzt mit einem leichten Feuerzeug, weil geht halt schneller, ne? Ja, jetzt die Zubereitung. Ich fange jetzt an mit der Birkenrinde, wie man die am besten, sage ich mal, das Potenzial da rausholt. Das ist ganz einfach. Nehmt ein Messer und kratzt hier schön mit dem Messer rum. Und dann seht ihr schon, dass da so kleine Späne, oder ich nenne das schon mal, ja doch, so kleine Späne rauskommen. Und die sind auf jeden Fall, die verfachen sich schneller, und wenn die einmal so ein bisschen Glut abbekommen. Oder ich mache das jetzt mit dem Feuerzeug, das wird schon eh klappen. Na, seht ihr das? Ja, aber so fein müsst ihr halt nicht mehr für ein Feuerzeug machen. Das ist halt wirklich, wenn ihr einen Feuerstahl habt und das versuchen möchtet, mit Feuerstahl zu machen. Mit einem Feuerzeug reicht das schon, so leichte Fäden rauszuziehen und das gleich schön dabei zu legen. Aber so kann man das also vorbereiten, dass man das auf jeden Fall hinbekommt, weil das ist wie Staub, das ist wie Mehl, das brennt sofort. Ja, ich zeige euch mal, wie gut das brennt. Seht ihr das? Es brennt sofort. Das ist richtig schön. Es ist nicht das Beste, aber es reicht immer noch, lange ein Feuer damit anzukriegen. Weil guck mal, wie lange das jetzt noch brennt. Das ist die Birkenrinde. Auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Ressource, wenn man ein Feuer machen möchte im Wald. Jetzt werde ich erstmal Kienspanflocken herstellen.
So, jetzt haben wir hier schöne Flocken. Und wenn wir die jetzt anzünden. Boah, das fängt aber sofort an, ne? Ja, aber das ist noch sehr, sehr feucht. Das ist ordentlich. So ein bisschen Luft rankommt und natürlich hier noch richtig mit Harz dabei. Das ordentliche. Es brennt sofort, aber es ist noch nass. Was lernen wir daraus, Leute? Immer frühzeitig pflücken und dann trocknen lassen auf der Heizung. Da ist sehr viel Harz drin, das brennt ordentlich. Hammer. Und das brennt richtig schön lange. Ja, so, das ist jetzt der nasse, den nehmen wir aber nach Hause mit. Ja, ich weiß nicht, ob man den jetzt so für Zunder benutzen soll, weil es ist ja eigentlich wie so Kohle, wenn das Feuer fertig ist, schmeißt man das rein. Aber ich probiere das mal aus, so kleine Stücke rauszuschneiden und das mal anzuzünden. Jan, habe ich den aufbewahrt bei mir. Ich schneide den jetzt kaputt. Das ist nicht schlimm, dafür ist er ja. Den anderthalb Jahre jetzt gelagert, trocken. Krass. Vielleicht sogar zwei Jahre. Der wiegt aber auch gefühlt so harzig. Schaut mal. Schön, ne? Okay, so, dann probierst du das mal aus, das mal anzuzünden. Ja, der braucht länger anzugehen, aber der hält auch länger die Glut und hält auch länger die Hitze, ne? Im Feuer. Riecht auch wirklich interessant. Wie lange der die Glut hat, ne? Die Glut ist immer noch da. Und das brennt jetzt weiter. Ja, ist doch ein guter Zunder. Hammer. Das ist 1A Glut. Also. Ist richtig, richtig vernünftig, oder? Das ist voll heftig. Er stinkt. Alter, das brennt richtig gut. Ich fange jetzt an, das Feuer richtig zu machen. Es dampft noch. Ich werde jetzt hier schön das ganze saftige Harz hier raufpacken. Ich habe mich schon mal vorbereitet mit Sorte. Aber man der müsste. Harz blubbert schon. Es fängt ja, schon an zu müsste gleich. Müsste jetzt jeden Augenblick losgehen. Jetzt nehme ich ein bisschen die Hände. Die ist auch sehr wichtig dabei. Lege ich die hier so zwischen. Ne? Jetzt geht's gleich ab. Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Na? Erstmal Rauchvergiftung. Da müsst ihr aber aufpassen, stimmt. So viele Eingaben. Oh, vorsichtig, Mann. Und da brennt's. Da brennt es schon. Alles klar. Schön am Leben halten und rein damit. Ja, mal hier nochmal Harz drauf. Das Frische, dann brennt das nochmal richtig. So. So, dann packen wir hier noch mal ein paar Rinde rein. Das ist jetzt sehr wichtig, dass die Rinde dabei ist. Jetzt nehmen wir das grobe Holz. Wir packen das hier so rein. Genau, dann kannst du schon mal trocknen. Zack. Ist nämlich alles ein bisschen feucht hier. Zack. Ich hätte gleich bloß meinen Zunderschwamm. Jo, mach ich. Muss ja auch mal hier was machen, ne? Nur Michi hat das bis jetzt noch nicht ausprobiert mit dem Zunderschwamm, von daher habe ich ihn das mal überlassen. Ja, stimmt. Ich bin so begeistert von diesem Zunder. Ich kenne das ja noch nicht. Ich meine, er kennt das ja noch nicht mit dem Zunderschwamm. Ja, so sieht das jetzt aus. Es läuft richtig gut. Wir haben den Zunderschwamm rausgeholt und da ist noch so viel dran. Den neuen haben wir jetzt hier, ja, trocknen wir erstmal. Sorte, vielen Dank erstmal für diese coole Idee mit diesem Zunderpilz, weil ich kenne vieles, ne? Dieses Harz. Und dieses, wie nennt man das nochmal, das Harz im Holz drin. Kienspan und dann noch Birkenspan und dann noch Birkenrinde. Richtig krass. Aber was dieser Pilz drauf hat, ist so krass. Leute, macht das auf jeden Fall, weil die Glut geht nicht weg wie ein normaler Zunder. Ne? Es hört sofort auf und es ist weg. Und hier, wenn du nochmal ein paar Mal pustet, wird das sofort wieder weitergehen und verdammt, das dampft wieder schon. Es hält sehr, sehr lange und Leute, passt damit auf, weil es räucht, das dampft sehr viel, atmet das nicht ein, aber sonst... Und noch was, kleine Info noch, packt das bloß nicht irgendwie nach einer Stunde oder so in den Rucksack. Ja, nicht so, ist aus, packe ich in den Rucksack. Das kann sofort einfach im Rucksack eine Hitze erzeugen und ihr brennt euren Rucksack ab. Also deswegen, ja, das ist Hammer. Das ist ein schönes Ding. Ich hoffe, dass es euch irgendwie geholfen hat,
paar Zunderarten kennenzulernen und mal selbst in den Wald zu gehen, ein Feuer zu machen und einfach mit euren Freunden Bier trinken am Feuer. Oh, sowas Ungesundes. Sowas Gesundes. Es gibt auch Alkoholfreies. Und Leute, dann genießt mal diese Zunderwelt von diesem Waldleben. Habt Spaß im Wald, genießt das und ja, schön, dass ihr da wart, schön, dass du da warst. Ja. Macht's gut, Leute, und Michi auch nochmal vielen Dank. Ja, schön, dass du mitgekommen bist. Macht immer Bock mit dir. Er hat gute Aufnahmen gemacht. Schreibt mal gerne mal in die Kommentaren, ob die Aufnahmen gut sind, weil er hat's gemacht. Jetzt gibt's Gemecker. Na, Quatsch. Haut rein. Damit ihr auch mal seht, ja, wir machen's wirklich aus. Wir hauen nicht ab hier einfach so. Und so viel raufschütten, dass es komplett aus ist. Und das ist wichtig, Leute. Bleibt auch am besten beim Ort so lange, dass ihr wirklich sicher seid. Genau. Schmeißt nochmal Schlamm drauf, Steine,